Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Legend of Zelda Majora's Mask. Mit mir ist der gute Trainer dabei. Hallöchen. Yo, hi Leute, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt eben noch mal kurz eine Rückblende gesehen, was ich gemacht habe, was der gute Train offscreen gemacht hat. Ja. Um ehrlich zu sein, weil das wollte ich mir ja nicht antun. Ja, ich hab das halt schnell erledigt, ne? Weil das halt schon zu krass ist für einen Erstspieler und ich möchte halt eine Aufnahme, ne, ihr wisst Bescheid. Ne, gut. Ja, akzeptiert es einfach. Was müssen wir jetzt machen? Wir gehen jetzt in die Stadt rein, wir holen uns noch eine Maske. Genau, zeig mal, was wir gekriegt haben. Ach, die Leute haben das ja schon gesehen, was wir gekriegt haben. Ja, die haben schon, ne? Gesehen, die haben schon gesehen. Wir müssen jetzt in die Maske, in die Stadt. Kuhmaske. Die was? Die Kuhmaske. Romanis Maske haben wir bekommen. So, da kannst du jetzt... Hast du das gerade gesehen? Der ist reingegangen, ne? Da kannst du jetzt reingehen, aber nur mit der Maske, glaube ich, an. Ah. So. Romanis Maske. Nice. Ja, cool. Damit sind wir erwachsen. Richtig. Latte, die explodieren mich bei mir. Oh, wir müssen bis 10 Uhr warten. Oh, nice. Also noch eine Minute. Ja, was machen wir in dieser einen Minute, Leute? Unterhalt die Leute mal. Ja, wie soll ich die Leute unterhalten? Was habt ihr so gemacht? Was habt ihr gefrühstückt, wenn ihr diesen Part seht? Oder zum Abend gegessen oder zum Mittag gegessen? Schreibt das mal in die Kommentare. Kommentare sind gut. Hilft dem YouTube-Algorithmus. Frage ist, ob die überhaupt was essen. Du glaubst, unsere Zuschauer essen nichts? Die brauchen nie. Sie sind einfach da. Sie essen nichts. Ah, ihr habt es zuerst gehört von Miku. Ihr seid einfach da. Ihr esst nichts. Also esst ihr jetzt auch nichts mehr. Ich hab heute McDonald's gegessen, Leute. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. McDonald's ist zwar eigentlich richtig widerlich, aber ich hatte so richtigen Heißhunger auf Mc's. Kennst du das? Nee. Nee, du kennst das nicht? Schade. Schade. Dann lass uns da reingehen, um 10 Uhr genau. Jetzt. So, rein da. Meine Güte. Ah, du bist ein Mitglied. Bitte tritt näher. Ich trete die Tür ein. So, jetzt kannst du mit diesem richtig großen Fischgesicht reden. Der? Ja. Du kannst die Maske übrigens abnehmen. Du brauchst sie nicht mehr tragen. Geil, ne? Ja. Du kennst diese fettige Fischpfote. Ich glaube, du musst auf der Tribüne stehen, oder? Kann das sein? Wie dumm. Nee. Du kannst, glaube ich, erst mit ihm reden, wenn dieser scheiß Clowns-Typ da an der Bar sitzt. Ah, jetzt, da. Du konntest mit ihm reden. So. Ah, nee, jetzt kannst du. Jetzt visieren einfach an. Meine Güte. Wir hätten eigentlich einen Auftritt gehabt, aber er wurde abgesagt. Dieses Lokal steht in dem Ruf, ein hervorragender Platz für Live-Konzerte zu sein. Was für eine Schande. Trotzdem würde ich gerne einen Soundcheck machen. Ich möchte nur einmal erleben, wie es gewesen wäre. Hey, du. Willst du mir wohl zur Hand gehen? Ja. Auf jeden Fall. Stell dich in die Mitte. Okay, du spielst doch die Ocarina. Stell dich ins mittlere Scheinwerferlicht. Ja. Okay, pass jetzt genau auf. Spiele sie mit A. A und C. Okay, ja. A brauche ich doch nicht drücken. Nee, A wird dir angezeigt. So, und das wird jetzt richtig geil. Du darfst dir das jetzt die ganze Zeit anhören mit jedem Charakter, mit dem du das machst. Musst du öfter machen? Ja, das musst du ungefähr 4-mal machen, mit jeder Maske, die du jetzt auch noch hast. Okay, das hört sich gut an. Was hört sich gut an? Dieser kratzende, sinnlose Lärm etwa? Toto, der Bandmanager, wurde in so ein Titel eingetragen, geil. So, jetzt musst du dich verwandeln. Such dir eine der drei Masken aus, die du haben willst, zuerst. Die sind ja dran. Also nochmal mit allen Masken, oder? Mit allen Masken müssen wir das noch einmal machen. Ja, dann kriegst du noch eine Maske, genau. So, ich glaube, du musst dich jetzt rechts hinstellen. Nee, vorne links. Also, ja genau, da, das müsste sein, oder? Ich bin meine eigene Band. Ja, stellt sie. Dann auf der. Dann beim rosa Licht. Ah, nee, jetzt. Pass jetzt genau auf. Na gut. Vielleicht erkennst du ja, was das am Ende für ein Song sein soll. So, wird halt richtig geil. Das dürfen wir uns jetzt noch 2-mal geben. Boah. Okay, es hört sich gut an. Was sollte gut an? Dieser kratzende Sinn und Lärm über? Ah, schon wieder, okay. Oh, hör auf damit.
überspringen das beim nächsten Mal halt einfach. Die sagen immer dasselbe bis zum letzten. Der Huan muss, das muss ich nicht immer wiederholen. Da wiederholst du es gerne. So, hallo? Visier den Fettkloß an. Ist leichter, glaube ich. Ja. 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 Du musst dich in das kleine Licht stellen. Stell den hinteren Lichtscheinwerfer. Weißt du, der Fettsack muss im kleinsten Licht stehen, ne? Ja, Schlagzeug ist immer hinten. Guck dir diesen Fettkloß an, Alter. Mit seinem rosa Band, womit er seine scheiß Trommeln festhält. Okay, das hört sich gut an. Okay. Ja. Gut gemacht. Guck mal, weißt du, was geil ist? Er ist der Bandmanager und er erkennt Mikau nicht wieder, ne? Stimmt. Pass auf, wenn du jetzt mit ihm redest. Ja. Okay, du spielst doch Gitarre. Steh ins Scheinwerferlicht auf der rechten Seite. Alter, das ist Mikau, Brudi. Du bist deren Manager. Ja, pass jetzt genau auf. Perfekt. Perfekt. Kannst du mal endlich vorbei sein? Das ist, glaube ich, die Ballade vom Windfisch. Bravo, das war großartig. Diese Melodie. Sie bringt so viele Erinnerungen zurück. Das ist ihr größter Erfolg, die Ballade vom Windfisch. Dieses Lied hat die ursprünglichen Mitglieder der Indiegogos damals in den Olymp der Musikbranche gehoben. Vor langer Zeit habe ich dieses Lied beim Karneval der Zeit gehört. Wegen dieser Musik wollte ich ins Showgeschäft. Ich hatte gehofft, die Interpreten dieses Stückes kennenzulernen. Damals hat Lulu den Part der Sängerin genommen. Sie war die Mutter der derzeitigen Sängerin, die auch Lulu heißt. Natürlich. Da ja, steht jetzt ihre Tochter auf der Bühne. Das würde ich gerne mit eigenen Ohren hören. Tut mir leid, dass ich dich ausgebuht habe. Bitte nimm meine Maske als Entschädigung. Gerade zur Karnevalzeit kannst du sie sicher gut gebrauchen. Okay. Der Zirkusdirektor sieht ein bisschen traurig aus. Die Maske wirkt so traurig, dass du durch den Anblick selbst ein Herz aus Stein erweicht werden kann. Okay. Du hast Tränen des Zirkusdirektors Gorman gesehen. Das wurde nicht so vermerkt. Ja, gut. Das Lustige ist, wenn du die Maske jetzt aufsetzt, dann heult die Maske halt wirklich, ne? Jetzt gucken wir uns gleich mal direkt an. Musst du dir mal gönnen. Oh. Ja, aber gut, das ist verstörend, wenn wir so aussehen wie er. So, du kannst jetzt übrigens hier immer Chateau Romani kaufen. Ich glaube, es heißt so. Kostet dich nur 200 Rubine. Ja, nee. Lieber nicht, du. So, jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Wir haben übrigens, ach ja, das haben wir, wir haben jetzt auch eine vierte Flasche bekommen. Wir könnten jetzt eigentlich uns schon zum Dungeon begeben oder wir holen uns erst noch eine Maske. Es kann doch was man dafür machen muss. Skulltula sammeln. Hatten wir es nicht schon? Das gibt's zwei. Was zur Hölle? Geh erstmal zur Bank, bitte. Okay. Na gut. Kann ich da durch, ja, ne? Ja. Weil die Quest, die wir jetzt machen mit den Skulltulas, können wir sowieso nur am ersten Tag machen. Also ist das Wayne gerade. Ach so, okay, weil, ja gut. Ja, weil du kriegst am zweiten Tag nicht das Item, was du brauchst. Nämlich die große Geldbörse kriegen wir da. Und die kannst du dir, die kriegst du nur, wenn du das löst mit den Skulltulas am ersten Tag. Ach so. Deswegen können wir jetzt abgeben und dann kannst du die Zeit zurückspulen. Oh Gott, wegen euch kriegt man andauernd Claims und Strikes auf YouTube. Ja, wir nur ein, ich nur einmal, ne? Ja, zum Glück. So, bitte. Du bist es also, Huan. Oh, Alter, du hast 900... Was? Hui! Oh, Gesundheit. Ja, hier, nimm. Gut, so, wir gehen nochmal die Zeit zurück. Rechts, unten. Nice.
Die Hymne der Zeit. Und danach verlangsamen, ne? Ja, dann verlangsamen wir und dann holen wir uns, glaube ich, erst noch die 500er Maske der Nacht. Und ich glaube, wir müssen dafür sogar Sarkon einmal aufhalten, wenn er die Oma beklauen will. Ich hoffe, das schaffen wir bis dahin, weil sonst holt er sich die große Bombentasche. Aber das google ich jetzt nochmal zur Sicherheit, weil ich will da nichts Falsches sagen. Wir verkacken dann am Ende. Sag mal, jetzt haben wir gleich verlangsamt. Unten rechts. Ja. Genau. Wir müssen die Oma nämlich dann retten. Das ist ganz wichtig. Wenn wir die Oma nicht retten, funktioniert das nicht. Okay. So, auf geht's. Dann auf zum Meer. Teleportier dich zum Meer. Dann fangen wir mit der Quest an. Ach, wir brauchen zuerst Bomben. Du kannst erstmal raus mit dem Goron. Vergiss es. Wir müssen erst Bomben farmen. Wir brauchen Bomben. Okay. Bomben. Wo sind die da? Da ist er. Ist hier irgendwie... Kann ich von hier aus direkt raus? Ja, geradeaus da gehen. Du kannst einfach die Goron-Maske aufsetzen. Dann lässt sich der Soldat so oder so durch. Ach so. Das ist ja nett. Hat er was gegen kleine Huans? Ja, hat er. Er weiß ja nicht, dass er keine Huren Schwert hat, ne? So, dann roll einfach durch die Gräser. Dann wirst du Bomben finden. Ach, kann man einfach so durchrollen? Ja, da kannst du einfach so durchrollen. Dafür ist der Goron da. Gönn dir. Ups. Wusste die halt nicht mehr. Nee, einfach durchrollen. Ja, ich wollte, aber ich wusste nicht, dass er es nicht braucht, um wieder anzufangen. Nein, das meine ich nicht. Wenn da ein paar Gräser übrig bleiben, ist egal. Roll einfach im Kreis, auf der Ebene rum. Das ist egal. Gönn dir. Das übt dich auch ein bisschen ein, um mit den Goron das Rollen zu lernen. Du wirst hier auf jeden Fall die ein oder andere Bombe bekommen. Eine und Pfeile. Hast du schon Bomben gekriegt? Ich weiß auch nicht, wie viele. Ja, jetzt hast du Bomben. Gut, weg. Reicht. Reicht schon? Kannst dich teleportieren. Das reicht schon vollkommen. So, auf zum Meer. Alter, guck mal, das kannst du sogar schon auswendig, das Lied. Ja, es liegt aber eher an der Steuerung, ne? Es liegt nicht an das Lied, an den Noten oder so, es liegt eher an der Steuerung. Schädelküste, ne? Ja, korrekt. Kap Zora, da müssen wir noch nicht hin. Da müssen wir erst, wenn wir nachher dann zum Dungeon wollen. Aber das ist noch ein langer Weg, da werden wir uns nochmal durch die Piratenfestung quälen müssen, zum Glück nicht ganz. Und durch die, Inseln. Das wird durch die See, durch die Nadelinseln da, das wird richtig eklig. Da bin ich wieder. So, dann kannst du dich in Zora verwandeln. Hab ich in vor. In Fischgesicht. Wir haben übrigens schon über die Hälfte aller Masken. Ja, wir dürften auch bald alle Masken haben, weil viele sind es nicht mehr, die wir holen können. So, wo muss ich hin? So, einfach geradeaus. Erst, wir müssen an den Strand. Du kannst schwimmen, vergiss das nicht, genau. Ach, die Steuerung ist ein bisschen von oben nach unten invertiert. Die Sonnenstrahlen. So, und dann gehst du in das komische Haus da nicht mit der Sonne, sondern mit der Zielscheibe, also das linke Haus, sagen wir es so. Ah, okay. Was ist denn im anderen drinne? Ich guck einfach, ich sehe einfach das Schild. Da ist so ein Typ drin, so ein Angler. Fischer. Ich will einfach nur kurz mal angucken und dann gehen wir wieder raus. Ich will nur kurz mal reingehen. Geh rein. Guck's dir an. Alles gut. Einmal nur mal angucken. Alter, du kleiner Perversling, Alter. Ja, das ist ein schlechtes Foto. Das wird nämlich später noch deine Mission sein, wenn wir in die Piratenfestung sind. Du musst ein Foto von so einer Piratin schießen. Oh nein, das wäre wieder so ein Perversling. Weil du brauchst dieses Seepferdchen. Hat dich jemand auf Discord angeschrieben oder mich? Ich glotz mal kurz. Du gehst ins Haus rein. Ich glaube mich, weil ich das auf den Ohren gehabt. Ja, dich hat jemand angeschrieben. Bomben. Bomben, Bomben, da sind sie. So, dann hier haben wir wieder 30 Skulltulas vor uns. Oh nee. Hier könnten wir sogar ein Herzteil kriegen, aber das lassen wir aus. Oder? Da sind welche. Aber kann ich von hier aus abschießen, oder? Ja, kannst du. Mit dem Enterhaken. Easy going. Ist ja belastend. Der hat eine richtig lange Reichweite, deswegen. Der hat eine richtig lange Reichweite. Ja, da ist Link ganz neidisch. Eben. Da wurde schon wieder angeschrieben. Sollen auch von mir anzuschreiben. Ich schreibe dich nicht an.
Hier gibt's noch eine Spinne. Du musst die Feuerpfeile ausrüsten. Drink. Will ich die Krüge zerstören? So, nee, guck nach, zieh mit dem Feuerpfeil nach oben. Du wirst gleich sehen, warum. Ah, okay. Ja, ich sehe schon. Ja, da. Ups. Wieso hat er die ausgepackt? Ist er dumm? Easy, jetzt. Nein, schieß sie mit den Endhaken ab. Du brauchst dafür den Feuerpfeil nicht. So. Der verbraucht Magie. Ja. Meine Güte. Nice. Gott sei Dank ist die, Hitbox dieser kleinen Dinger großzügig. Noch welche hier? Nee, ne? Nee, jetzt kannst du weiter. Du musst dich darüber ziehen mit dem Enderhaken. Ein bisschen weiter zurück wegen dem Scheiß. Dachte ich mir. Das dachte ich mir. Das reicht schon. Zieh dich ran da. Whoop. Zack, rein. Geschafft. Auf geht's. Schon wieder das Haus des Spinnen, Alter. Die mochten sie anscheinend, ne? Richtig. Ich höre sie auf jeden Fall. Wo seid ihr? So, hier sind ein paar Spinnen. Da ist eine, du siehst sie schon. Die sind dreckig. Von da. Von der Treppenseite aus, da ist wenigstens mehr Platz. Auch diese Krüge, auch gegen diese Krüge musst du halt rollen, weil da sind Löcher drin. Dachte ich mir. Geh da weiter nach rechts, ich drück doch nach rechts, Mann. Ich bin im Let's Play, komm ich vor wie der dümmste Trottel und wenn ich nach rechts drücke, bewegt er sich halt langsam nach rechts. Alter. Und tschüss. Nee, die Hitboxen der Spinnen sind ein bisschen komisch. Gerade jetzt zum Beispiel die Hitboxen nee, von so auch einer wenn Spinne. Ich, auch wenn ich nach rechts bewege. Bewege nice. Ich immer. Ich drück nach rechts, ne? Ja, lol. Ticken höher. Ja, Ticken höher ist immer ganz gut. Ich drück mal ganz nach oben oder. Ach, jetzt. Yes, perfekt. Nice. So, die hast du. Es ist auf jeden Fall noch welche hier in den Krügen. Da musst du gegenrollen, glaube ich. Nee. Doch, doch, gegenrollen ist richtig. Nur, es sind nur in manchen Löcher drin, ne? In anderen nicht. Hä? Zerstör werden aber nicht zerstört, wenn ich gegenrolle. Nee, nee, sollst du auch gar nicht. Wenn du gegenrollst, kommt Skulltulas da raus. So. Meine Güte, wieso. Gut. Boom, weggemacht. So, Feuerpfeil rausholen. Du hast ja noch ein Spinnennetz. Da ist noch ein Krug hinter dir. Ich weiß. So, da ist da, keine der sammelt Spinnennetz voll. Ja, aber die Skulltulas hier sollten wir auch relativ schnell abgehakt haben. Sollte eigentlich gehen. Ich denke auch. Diddulidu. So, runter oder durch gleich, die Feuer? Willst du hier gleich oben bleiben oder unten? Wir können auch erst die im Raum da hinten machen. Ja, wir haben jetzt oben. Gut, so. Dann rein da. Bam, 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 bam. Oh, ich muss jetzt gerade mal überlegen. Das müsste der Raum sein, ne? Oh, der Bücherraum. Alles klar. Der Bücherraum, natürlich. Hier brauchst du nicht gegen die Krüge. Hier sind keine in den Krügen drin. Nein. Die Bücherregale kannst du schieben. Die guck mal, kleinen schönes Bild da oben. Guck mal da. Ja, mit Enterhaken gegenschießen. Niemals mit dem Pfeil. Warum? Die kannst du schieben. Schieß einfach mit dem Enterhaken gegen die Bücher. Quatsch. Nee, ich mein die. Genau. Ach, guck mal an. Was für ein Lappen, ne? Dieser kleine Huan. Meine Güte, Geister des Godzilla. So, aber wie gesagt, die Schränke hier kannst du schieben. Ja, wenn er sich denn. Nee, du darfst nicht gegenlaufen, nur dich gegenstellen. Ja, ich dachte mir, wieder Zelda-Steuerung. Zurückziehen. Also ziehen. Nach hinten. Genau. So, den in der Mitte musst du halt auch ziehen. Ah, nein, nicht so. Stell dich vor, den Schrank. Du willst ihn ja wegziehen vom Loch. Ach so, man kann ihn in alle Richtungen machen. Genau, so. Und jetzt kannst du dich da vorstellen und die Skulltula halt abschießen. Ja, gib her den Scheiß jetzt. Nice. So, auf das Bücherregal kannst du raufklettern. Den? Nein, nein, nein. Auf das rechts neben dir, das große. Wenn er sich bewegt. Da, hinter dir. Da. Da bei den leeren Büchern, das ist eine Leiter. Ja, wenn er ist zu weit oder zu weit rechts, deswegen. Keine Angst, der greift dich nicht an. Du kannst sogar mit denen reden, dafür haben wir aber noch nicht die Maske. So, dann guck dich hier mal ein bisschen um mit dem Enterhaken.
normal springen, ich weiß. Ja, alles gut, du musst ja auch erstmal wieder reinkommen. Es ist jetzt, wie lange her? Ein paar Tage schon wieder, ne? Dass wir aufgenommen haben. So. Hinter, ich glaube, hinter dir ist noch eine Skulltula. Ich mich nicht irre. Da oben. Die sind die ätzendsten. Die sind so kacke, Alter. Weil die Hitboxen so für'n Arsch sind bei diesen Viechern. Guck dir das an. Ah, perfekt. Guter Treffer. Du kannst auch die Bilder alle erstmal runterschießen. Da könnten sich ja auch noch Skulltulas verstecken. Ja gut, die Bilder schießen wir runter, dann müssen wir ein paar beenden. Ah ja, gut, hast recht. Bums. Ich glaube, die mögen. Oh Gott, warum bleib ich nicht in der Steuerung? Beende hier erstmal den Part, glaube ich, oder? Oder willst du nochmal raus? Ja, wir machen hier im nächsten Part weiter, Leute. Danke euch fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like, einen Kommentar da. Guckt bei Trainroll, spielt 3 auf Mana. Und ansonsten, adios. Adios, muchachos.